Oh, hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Wir sind beim Mega Picross stehen geblieben. Uiuiui, Leute, ich bin gespannt, wie das wird. Ja, hallo, hast du schon mal von Mega Picross gehört? Das ist eine ganz, eine besondere Form von Picross für fortgeschrittene Spieler. Aber keine Sorge, die grundsätzlichen Regeln sind genauso wie, genau die gleichen wie beim normalen Picross. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt hier sogenannte Megazahlen gibt. Megazahlen erstrecken sich über zwei Reihen oder Spalten. Die Anordnung ihrer Felder kann ganz verschieden sein, aber sie sind immer verbunden. Reihen und Spalten mit Megazahlen nennt man Megareihen. In dieser Megareihe gibt es auch normale Tippzahlen, aber für diese gilt eine neue Regel, die du dir gut merken solltest. Normale Tippzahlen in Megareihen dürfen nicht mit Feldern auf der anderen Seite der Megareihe verbunden sein. Denn wenn sie verbunden wären, würden sie sich als Megazahlen angezeigt werden, nicht als normale Tippzahlen. Sobald du also Felder für eine normale Tippzahl in einer Megareihe ausgefüllt hast, kannst du die Felder daneben mit einem X markieren. Die Reihenfolge der normalen Tippzahlen in einer Megareihe sagt nur etwas über ihre eigene Reihe aus. Aber wie sie sich zu den Tippzahlen in der anderen Hälfte der Megareihe verhalten, weiß ich nicht. Diese normalen Tippzahlen in der Megareihe sind oftmals der Schlüssel beim Lösen eines Mega-Picross. Ich hoffe, diese etwas andere Art von Picross gefällt dir. Hoffe ich auch. Okay, so, wir haben hier eine Mega 12. Das heißt, hier geht das auf jeden Fall schon mal weiter. Wir haben eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das kann geXt werden. Wir brauchen eine 3. Kann man eine 3 haben? Ja, man kann hier eine 3 haben, wenn hier die 3 so aussieht. Aber wir können hier wegXen und hier schon mal die 6 wieder machen. Das heißt, hier kann die 3 nirgends mehr sein. Also die normale 3, nicht die Mega 3. Das heißt, die normale 3 muss hier sein. Dadurch haben wir das geXt. Oder das fertig. Hier haben wir die 4, die 1, die 2 irgendwie hier. Hier haben wir die 5. So, und die 4. Das heißt, hier können wir auch nochmal X. Hier haben wir eine 3 irgendwie. Hier haben wir noch eine 1, merke ich gerade. 2, zack. Die 4 und die 1. 1 und 3. 2. Hier haben wir eine 3. Hier haben wir eine 3. Haben wir das alles weg. Zack. Hier haben wir eine 10. Das heißt, das ist die komplette Reihe. So, und jetzt wissen wir, dass nur noch hier oben eine 3 hinkommen kann. Sie muss sogar hier sein, oder nicht? Ja, die 3 muss da sein, weil sonst wäre es nicht mit der 11 verbunden. Jetzt haben wir die 11 schon? Ja, das ist die 11, okay. Das heißt, wir haben noch eine 2. Und hier haben wir noch eine 3. Und hier hinten haben wir die 6 und die 2. Und haben dadurch die Lampe bekommen. Schön. Schön, 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 schön. Ich finde, Mega-Picross-Zahlen ist, etwas komplizierter, aber eigentlich geht das tatsächlich. Wir haben eine 10. Eine 2 hier. Eine 1, eine 1. Hier muss eine 4 irgendwie sein. Dann haben wir eine 3. Dann haben wir hier schon mal eine 1. Dann haben wir hier eine 1 und hier eine 2. 1 und die 2 hier. Oh. Haben wir hier jetzt die 4? Das ist, hier muss nur eine 1 rein. Haben wir die 2 auch. Die 4 kommt irgendwie hier hin. Hier haben wir eine 2 und hier haben wir auch eine 2. Und hier hinten auch. Hier muss die 2 und die 1 also sein. Schön, okay. Hier haben wir noch eine 2. Sorry, ich musste einmal kurz cutten. Wahrscheinlich. Hier ist die 3. Und eine 1. Die 2 muss hier unten sein, weil sie sich über zwei Reihen auch erstrecken muss. Das heißt, die 2 kann nicht hier nach oben sein. Und also nach oben und unten, zum Beispiel. So. 3. 1. So, ich muss einmal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich wurde gerade gerufen.
Ja. Kurzer Schnitt. So, weiter geht's, Leute. Mit dem nächsten Rätsel. Oder mit dem nächsten Picross. Wir haben 2 Zehen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Wir haben hier eine 15, die sich über, ja, beide Reihen erstreckt. Und beide Reihen sind insgesamt 20. Wir haben noch 16. Das heißt, hier muss es auf jeden Fall eigentlich hochgehen, bis mindestens dort. Mehr können wir noch nicht sagen, tatsächlich. Hier haben wir eine 7. So. Eine 6 bis dort. Ja, die 5 ist richtig so. Die 4. Hier ist auf jeden Fall eine 2 und die 4 muss auf jeden Fall hier beginnen. Und hat mindestens hier noch den Dings. Wir haben eine 5. Es können entweder die beiden Felder sein, die beiden Felder oder die beiden Felder noch. Das wissen wir nicht. Hier kommt auf jeden Fall ein X. Genauso wie hier unten. Hier ist die 4. Dann wissen wir, dass das da die 2 noch ist. Hier können wir nochmal ein Feld dorthin machen. Dann haben wir die 6. Das ist schon mal schön zu wissen. Dann haben wir die 4. Nein, die 4 auch fertig. Wir noch hier ein Kreuz weitermachen. Jetzt wissen wir, also eins von beiden Feldern hier ist noch die 5. Hier muss die 6 bis dort mindestens gehen, ne? Glaube ich. Oh, hier haben wir auch noch bei der 5. Können wir noch ein X machen. 6, zack, 1, 2. Also muss das hier... Okay, dann haben wir die 2 schon mal. So, und hier haben wir eine 5. Das heißt, hier muss die 2 sein. So, jetzt wissen wir aber nicht, was von den Feldern die 5 noch ist. Hier haben wir die 3. Die Sachen hier sind alle fertig. Ich wollte dorthin und dorthin. So, die 3 ist hier unten auf jeden Fall, alles klar. Die 6 und die 2. Das kommt weg, haben wir hier noch das fertig. Zack. Wir haben noch die 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Schön. Schön, 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 schön. Dann haben wir die 5 hier auch fertig. Dann haben wir die 5 hier. Das weg. Und das muss hier auf jeden Fall verbunden sein. Und dann hier noch einer und dort. Oh, schön. Schön, 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 schön. Ich merke gerade, die 15 und die 3 in der Megazahl hätten wir auch so abhaken können. Weil es 18er gibt und da 2 X dazwischen gewesen wären. Also wenn das 20 Felder gewesen, das wäre... Ja, hätte so funktioniert tatsächlich, aber okay. Also die 5 ist im unteren Bereich schon mal, das wissen wir, das ist sehr gut. Wir haben eine 2 und eine 1. Ach, bei mir sogar die 2 und die 4 noch fertig. Schön. Machen wir erstmal hier oben weiter. Hier haben wir die 2. Hier nur eine 1 hin. Machen wir das schon mal weg. Haben wir hier eine 2, dann kommt hier auch schon mal eine 1 hin. Wenn wir das wegmachen. Dann dürfte das dort unten hier die 2 sein und noch eine 1. Das hier ist eine 4, das ist die 3. Dann haben wir hier 6, 9, 10, 11. Sehr schön. Das haben wir auch fertig. Hier haben wir eine 1. Die 2 muss hier unten rein. Das können wir alles wegixen. Das kann auch weg. Und wir hier noch... Nein, ich wollte... So. Mann. Das hier muss die 4 sein. Zack, haben wir hier die 2. Haben wir eine 3. Hier ist eine 2 auf jeden Fall. Hier eine 1. Das ist eine 1. Dann muss... Hier muss die 1 nicht hin. Geht das? Nee. Doch. Es geht doch. Ah, muss ja. Ach ja, stimmt. Alles klar. Okay. Wir haben da oben
Hier haben wir 14 Felder. Nehmen wir schon mal die 2 fertig. Jetzt haben wir noch 11 Felder. Sagen wir mal hier 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir haben 1x, 2x. Dann haben wir noch 3x. Wir haben 3x, 16 Felder. Das passt perfekt. Aber wir wissen jetzt nicht, in welche... Ja, genau, stimmt. Shit. Ja, wir haben das hier schon mal. Dip, 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 dip. Das heißt, die 5 geht noch bis hier. Oh, das ist sogar perfekt hier. Genauso wie mit der 6. Und hier die 3. Hier hinten haben wir die 2 schon fertig. Das heißt, hier kommt nichts mehr hin. Nur eine 1 und eine 2. Zack. Hier unten ist eine 1. Das ist die 3 und die 1. Hier muss 1, 1, 2. Das sind nur noch 6 Felder. Hier haben wir die 1. Ah, dann wissen wir jetzt, dass nämlich hier die ganzen Sachen hinkommen. So. Das weg. Ist das schon die 10? Ja. Lul. 3, zack, da, zack. Ja. Das war tatsächlich leichter als erwartet. Wir sind beim nächsten Rätsel, Leute. Vielleicht schaffen wir die erste Seite heute komplett. Nee, ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Die 5. Zack. Dann haben wir die 5 hier auch schon mal. Schön. Das war gut. Das war sehr gut. Das kann nicht mehr sein. Hier kann noch ein X hin. So. Hier kommt ein X hin. Wir haben eine 4 fertig. Aber welche wissen wir nicht. 2 und hier unten haben wir eine 4. Zack. Hier haben wir auch eine 4 und hier die 3. Das heißt, hier unten haben wir schon mal die 4. Zack. Das hier muss die 6 sein. So. Das hier ist 1, 2, 3. Ja, das ist schon die 6, okay. Wir haben eine 1. Haben wir nur noch 2 und 2. Hier haben wir eine 2. Das fertig. Das kommt weg. Haben wir hier die 6. Die 4 ist auch fertig damit. Haben wir die 2. Das kommt weg. Das haben wir auch fertig. Das hier ist auch wieder 1 und 2. Zack. Zack. Ist echt, also es geht schneller, habe ich gerade das Gefühl mit den Megazahlen. Das sind auch noch, ist auch noch die erste Seite, ne? Oh, wir haben hier 2 Nullen. Was war denn das nochmal mit den 2 Nullen an der Seite? Das sind die gleichen Bilder, die wir schon hatten, ne? Also, von daher kann man sich schon erahnen, welche Bilder es sind. Ach Gottchen. Das ist eine 2. Also muss hier ein X sein. Das ist hier die 3. Zack. So, hier kann auch ein X hin, weil wir wissen, dass die 2 sich nicht über diese Felder hier erstrecken kann. Es muss sich hier über 2 Seiten erstrecken. Wir haben hier eine 2. Hier muss die 2 sein. Oh, die 5. Hier unten die 6. 3, 4, 5. Die 1. 6. 7. Haben wir die 7 fertig? Zack. Haben wir hier irgendwie die 2. Das ist dann also eine 1. Das heißt, hier haben wir eine 1. Die 2 ist hier und die 1 hier. 2 dort. Eine 1 und eine 2. Noch eine 2. Hier die 1, die 2. Zack. Die Flasche. Okay. Okay, okay, okay. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich manche Gedankengänge von mir, warum ich weiß,
wo was hinkommt. Nicht, dass ihr euch die ganze Zeit zu wundern. Hä? Wie kommt der denn darauf und so weiter? Oh, eine 2. Das hier unten muss auch eine 2 sein. Dann ist hier auch noch eine 2, okay. Zack. So. Oh, die 3 hier unten können wir nicht sehen, aber hier können wir die 3 sehen. Zack. Hier ist keine 2. Das heißt, das hier ist eine 1, hier ist eine 3. Zack. Hier haben wir die 6. 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Ups. Da ist schon wieder mehr Glück als Verstand. Das passiert mir ständig. So, eine 4. Dann muss hier auf jeden Fall die 4 sein. Das heißt, das hier dürfte 3 sein, ne? Ja. 1. Hier ist die 6 irgendwie. Einsen. Die 6 dort, die 6 hier. Die 7 muss hier hoch, das ist die 7 sogar. Das hier ist die 2. Das hier ist eine... Nein, ich wollte nicht so... 3. Die 6 kann nur noch dort irgendwo sein. Hier ist die 3, das ist die 6, das ist die 1. Und wir haben es geschafft! Also, irgendwie... Wir schaffen viel! Wir schaffen viel! Eins mache ich noch, dann beende ich den Part erstmal. Aber es gibt auch gleich Essen. Bei mir. Grillen heute schön, das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Das ist die 3. Hier sind 2. Das heißt, die 5 haben wir auch schon. Nice. Das heißt, hier haben wir die 4. What? Ah, die 5. Ich dachte, wir haben die 5 schon. Lol. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. 3, zack. 1, 2, 3. Oh. Okay. Das passt nur noch so tatsächlich. Hier muss eine 2 sein. Sonst würde das anders nicht mehr schaffen, nicht mehr passen. Die 7 muss hier unten sein. Komplett. Hier haben wir die 5. Das ist 2 und 1. Die 4. Muss auf jeden Fall noch hier lang gehen. Und das kann weg. Das heißt, hier haben wir eine 2. 3. 2. Die 4 haben wir. Ja, ich sollte auch mehr hingucken, was ich mache. Das muss eine 3 sein irgendwie. Das kann weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Passt. Hier unten muss die 2 sein. Das hier ist eine 4. Nice. Zack. Und zack. Mach ich noch eins? Nee, wird das heute ein kleiner, kürzerer Part, Leute. Würde ich mal meinen. Ach doch, komm, eins machen wir noch. Das ist das letzte jetzt in der Reihe hier. Das passt. Das kriegen wir noch hin. Die 3, 1, 2. Das hier unten ist irgendwie eine 5. Wissen aber nicht, in welche Reihe. Das ist noch eine 1. Eins, eins, sechs. Zack. Und hier die 2. Hier haben wir alle Einsen. Hier haben wir noch eine 1. Das hier ist... Hier unten ist eine 4. Der geht auf jeden Fall noch weiter. Hier haben wir eine 2 und eine 1. Zack. Die 3 muss auf jeden Fall hier sein. Das heißt, hier haben wir die 5 komplett. Das heißt, hier haben wir die erste 5. Hier haben wir eine 2. Das muss dort sein. Hier haben wir eine 1. Und die beiden 2en. Die 3 muss hier oben irgendwo sein. Hier unten haben wir noch eine 1. Hier ist eine 1. Das hier muss... Das ist eine 1. Das hier ist die 5. Das ist hier unten ist die 4. Das hier ist eine 2. Hier ist noch eine 1. Die 3 ist fertig. 1. 2 ist fertig. Die Reihe ist fertig. 1 und 1. Die 2 haben wir fertig. Hier unten muss eine 3 sein, ne? Hier auch. Das heißt, das muss so. Hier ist die 3. Und hier ist die 3. Das war
impressive tatsächlich, fand ich. Also das war, habe ich gerade schnell gut gemacht. Ich bin stolz auf mich. Gut, Leute, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!